Hallo und herzlich willkommen zu You Drink, You Learn. Mein Name ist Dirk Schulgen und ich freue mich, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt in meinen kleinen Podcast, in dem wir versuchen, Leute aus meinem Netzwerk vorzustellen und euch auch zu inspirieren, euer Netzwerk besser zu nutzen, zu kollaborieren, zu lernen und vor allem über das zu sprechen, was ihr so tut. Und ich habe einen spannenden Gast heute, jemand, der nicht weit wahrscheinlich von mir weg sitzt, auch in Köln. Sein Name ist Mario Konrad von der Firma Ryzen und ich freue mich ganz doll, dass er da ist. Herzlich willkommen, lieber Mario. Hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung. Bist du weit weg? Wo bist du gerade? Nee, ich glaube, ich bin nicht weit weg. Ich bin so ein bisschen außerhalb des Kölner Grüngürtels in Hürth-Effen. Ah, ja gut, das ist nicht so weit. Ich bin in Ehrenfeld, da können wir uns zuwinken. Ja, genau. Cool, dass du da bist. Der Mario, wo haben wir uns kennengelernt? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht so richtig. Wir kennen uns, witzigerweise sind wir in einem Netzwerk, aber wir kennen uns gar nicht ganz so richtig. Wir haben immer mal wieder gechattet, gemailt, mal Kontakte hin und her geworfen und immer gesagt, dass wir uns mal treffen wollen. Und das haben wir irgendwie nicht geschafft. Jetzt immerhin Covid-gerecht im Zoom-Call. Ich glaube, ich habe 3 Einladungen zum Espresso bekommen zu euch und habe es irgendwie nicht hinbekommen. Aber super cool, dass du da bist, vor allem, weil du einen spannenden Lebenslauf hast. Du hast studiert, VWL, da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen, weil hier sitzt ein erfolgreicher VWL-Abbrecher. Da interessiert mich, weil du siehst nicht aus wie ein VWLer, Mann. der Mario hat einen Vertrieb aufgebaut in Deutschland für die österreichische Marke Skinfit, hat Triathlon-Trainingslager gemacht und 2016 die Marke Ryzen, die im Kern eine Triathlon-Marke ist, wird uns aber sicher noch mehr dazu erzählen, gegründet und beschäftigt sich seitdem damit. Und bevor wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren, starten wir ja immer mit einem Getränk. You Drink, You Learn ist unser Thema. Und bevor wir lernen, zeige ich dir kurz, was ich mitgebracht habe. Weil wir immer gesagt haben, wir trinken Kaffee, habe ich heute einen Kaffee aus einer Tasse, die ich mal am Flughafen in Shanghai gekauft habe. Und nicht irgendeinen Kaffee, ich mache ein bisschen Werbung. Eine Freundin hat mir, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Maillard empfohlen. Ja. Das ist ein kleiner Kaffeeröster hier aus Köln. Super nachhaltig. Rösten immer frisch, machen kleine Portionen. Das ist auch so ein bisschen deren Philosophie. Liefern das Ganze CO2-neutral. Super lecker. Kann ich nur sagen, probiert's aus. Und das ist der Kaffee, den ich mitgebracht habe. Natürlich würde ich da jetzt auch am liebsten mit dir sitzen und einen Kaffee trinken. Was mit dir, Mario? Unabgesprochen habe ich auch einen Kaffee bzw. einen Espresso. Espresso begleitet uns so ein bisschen. Cheers. Cheers. Weil unser Mitgesellschafter Jan Frodeno, der hat nach seinem Olympiasieg damals 2008, hat der das, eigentlich weil er selber so ein Kaffee-Nerd ist, hat der, also das ist so ein richtiger Kaffee, also richtig, der beschäftigt sich sehr intensiv damit. Ich bin das ehrlicherweise nicht. Ja. Ich trinke sehr gerne Espresso, aber es ist jetzt, ich bin da nicht mit, da gibt es ja die diversen Theorien, wie der Luftdruck sein muss und Luftfeuchtigkeit und das ist mir alles so wild. Ich trinke aber sehr gerne Espresso und auch sehr viel. Und genau, der Frodo hatte damals 2008, hat er nach dem Olympiasieg eigentlich so, ich glaube, für seine Sponsoren, Freunde und Wegbegleiter so eine eigene Kaffeemarke Frodissimo auf den Markt gebracht, aber wirklich nur so als Dankeschön. Ja. Das war eigentlich nie als größeres Projekt gedacht. Und so hat uns dieses Frodissimo, also es gibt in dieser Radsportszene ja so ein bisschen dieses Espresso-Trinken nach dem Radfahren und so. Und das hat sich dann so ein bisschen sehr in unsere Unternehmenskultur, neben dem klassischen Kaffeetrinken natürlich so, wenn kein Covid ist, dass wir uns da sehr gerne an der Siebträgermaschine treffen und quatschen, ist das so ein bisschen Teil der Geschichte jetzt geworden. Deswegen dachte ich, das wäre irgendwie passend heute. Geil. Und der Ort, wo wir es trinken würden, wäre dann bei euch auch an der Siebträgermaschine? Genau, das wäre idealerweise der Ort natürlich. Wir freuen uns alle sehr drauf. Es wird wieder kommen. Ich bin ganz optimistisch. Genau, aber das war und ist immer so ein großer Teil, wie gesagt, unserer DNA. Wir hatten da irgendwie dann
auch als ganz junges Startup dann durch Frodos Kontakte auch dann sehr früh eine Siebträgermaschine, die immer alle sehr geliebt haben. Und wir haben immer zusammen Mittag gegessen und immer zusammen Kaffee getrunken, mit dem anfangs kleinen Team und hinterher dann mit dem etwas größeren Team. Und irgendwie macht das ja was mit so einem Unternehmen, auch wenn man da so eine Kaffeekultur hat. Ja, total. Super wichtig. Das ist so das, was ich immer sage, was gerade am meisten fehlt. Aber können wir vielleicht gleich nochmal drauf, weil diese Momente, die jetzt digital zu kreieren, sind gar nicht so leicht. Nee, das stimmt. Aber kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, wie ihr das gerade so macht kulturell? Ja. Aber vielleicht kennen einige Zuhörer Ryzen nicht und Ja. haben auch noch nicht von Frodo gehört und wissen auch nicht, wer du bist. Ja. Kannst du dich vielleicht mal kurz knackig vorstellen? Wie bist du der Mario geworden, der du heute bist? Und es ist immer besonders spannend, wenn du so, wenn wir vielleicht so, wenn es Momente gibt in deinem Leben oder Menschen, die dich Ja. in eine verschiedene Richtung, in eine Richtung getrieben haben, sodass du da gelandet bist, wo du heute bist. Ja. Ja, also ich fange einfach mal so nach dem Abi an, irgendwie vielleicht, so rund um die Abi-Phase. Also Wo war das Abi? im Bergischen, in Engelskirchen, also so Richtung A4, Richtung Gummersbach raus. Ja, Da da gibt es eine kommen wir. Kurklinik, da war meine Mutter mal. Ja, genau, da gibt es oben die. Und witzigerweise, das Skinfit-Vertrieb, den haben wir quasi neben dieser Klinik gestartet damals. Okay. Genau, also da haben wir Abi gemacht, da sind wir sehr behütet, glücklich aufgewachsen. Unsere Eltern waren auch immer schon selbstständig. Das finde ich insofern ist das immer ganz interessant, weil das spielt dann hinterher nochmal eine Rolle. Also mein Papa hatte eine Strickerei mit seinem Bruder zusammen. Ich bin ja auch mit meinem Bruder zusammen Gründer und noch einem Freund. Dann haben wir Abi gemacht und dann kam so der erste größere Einschnitt, den ich so wahrgenommen habe. Das war so Entscheidungen. Damals hat man noch Zivi machen dürfen. Ich finde das sehr schade, dass man das heute nicht mehr macht. Und Ja. ich habe dann Zivi in der Schule für körperbehinderte Kinder gemacht. Und das habe ich so als krassen Schritt wahrgenommen, weil das das erste Mal was war, wo man sich ja so, also Schule macht man halt, da ist man drin, das macht man dann irgendwie gut oder weniger gut oder mittelgut, wie auch immer. Aber das ist ja keine aktive Entscheidung von einem selber irgendwie, ne? Und Ja. dieses so, wo gehe ich jetzt hin und mache Zivi oder Bundeswehr, sich damit so auseinanderzusetzen, das war so der erste Schritt, wo ich sagen würde, okay, das hat sowas mit einem gemacht, so, ne? Weil dann habe ich mich dafür entschieden und das Ja. gemacht. Und ehrlicherweise, so als Zivi ist das in so einer Schule für Körperbehinderte, ist auch ein bisschen dankbar, weil man halt der coole Typ ist für die Kids so. Und das macht ja was mit einem mit 18, 19. Ne? Die freuen sich einfach jeden Morgen den Ast, dass da einer kommt. Das kennt man ja aus der Schule eher nicht so. Ne? Genau, also das war so der erste Schritt, würde ich sagen. Und dann habe ich auch eine Zeit lang echt überlegt, ob ich nicht Lehrer werden will für Sonderpädagogik. Habe aber schnell gemerkt, ich bin schon irgendwie so ein bisschen so ein ehrgeiziger Typ. Und ich sage mal, ich habe das immer sehr bewundert von den Lehrern, die da waren. Die machen das halt so mit Leidenschaft irgendwie oder haben das mit Leidenschaft gemacht und das auch oft nach 30 Jahren noch und immer wieder neu. Und das meine ich gar nicht despektierlich, aber die haben halt so jedes Jahr aufs Neue mit Begeisterung rechnen im Zahlenraum bis 10 oder so gemacht. Und ich finde es unglaublich faszinierend irgendwie, aber ich habe halt für mich gemerkt, dass ich das irgendwie nicht so bin und dass mir das wahrscheinlich auf Dauer dann zu ein bisschen zu eintönig oder so wäre, dieses wieder, weil es sich halt dann doch stark wiederholt, ja, irgendwie. Ja. Und deswegen habe ich da so beides ausprobiert oder also habe dann irgendwie während der Zeit eben auch mich damit beschäftigt, ob ich das dann machen soll oder habe dann eben währenddessen auch schon Vorlesungen mir so, man konnte ja so Gasthörer, konnte man sein, glaube ich, Ja, dass ich ja. dann so verschiedene Sachen mir angeguckt, Jura und lauter langweiligen Kram. Und habe mich dann so ein bisschen aus, ich wollte nicht nach Köln irgendwie und habe dann mich für Bonn entschieden. Und da gab es halt nur VWL als Studiengang und kein BWL. So viel zu der VWL-Frage. Also auch da keine aktive, das war nicht so die aktive Entscheidung. Sondern da habe ich halt gesagt, so, ja, dann machst du Grundstudium. Und bis aber irgendwie Bonn fand ich schöner wie Köln. Und dann guckt man halt von da aus weiter. Und Wir dann. haben da einige Gemeinsamkeiten, das ist ganz witzig. Ja, wie war es bei dir? War Ja, das auch auch Zivi so? aber in einem Behindertenwohnheim und VWL auch in Bonn gestartet. Also, Echt? ja. Wann? Wann war das? Fuck. Also ich habe 96, nee, 99, dann. 97? Ach, 97? witzig. Ja.
Das heißt, du kennst du so den Mathe-Prof Rando noch und so, Rabe von Ja. Rando und witzig, okay. Ja, okay, das ist cool. Genau, ich habe in Bonn also das große Glück gehabt, dass ich in einem Studentenwohnheim gelandet bin, irgendwie winzig kleines Zimmer, aber coole Leute. Und da gab es auch zwei VWLer. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen die Frage, warum ich dabei geblieben bin. Ich finde, VWL ist das perfekte Studium, wo man mit wenig Aufwand gut durchkommen kann, wenn man sich auf so die entscheidenden Übungen und so fokussiert. Und das war halt ganz praktisch. Also es gab so zwei Aspekte. Ich hatte Mathe-Leistung. Da war ich nicht überragend gut, aber wir hatten einen relativ anspruchsvollen Mathe-Leistungskurs. Und im Wesentlichen ist ja VWL-Grundstudium in Bonn Mathe. Ja. Plus mit der Kombination, dass ich halt durch die Jungs aus dem Wohnheim wusste, auf was man sich fokussieren sollte und auf was eher nicht, sodass ich da ehrlich gesagt mit relativ wenig Aufwand so durchs Grundstudium geschlüpft bin. Tatsächlich also sehr Pareto-effizient. Also mit tatsächlich vergleichbar wenig Aufwand. Und genau, und dann fand ich einfach, ich hätte da eine super Truppe im Wohnheim und wir haben dann eben mit Sport in der Zeit schon angefangen, Triathlon. Dann sind wir in der Zeit irgendwie auch ein paar Mal aufgestiegen in den Ligen und so und da konnte man so den Ehrgeiz so ausleben. Das heißt, das war so das, auch so rückblickend, das war die perfekte Zeit, ne? Man hatte so Ja. das Studium, das war irgendwie mit okay Aufwand, so Haken dran. Dann hatte ich den Sport, was halt so meine Leidenschaft war. Ich hatte aber auch nicht nur den Sport, das ist ja dann auch immer so, wenn du so Triathlon ist halt sehr zeitaufwendig. Da kann man dann auch schnell komisch werden, irgendwie, wenn man nur noch das macht. Und ich hatte dann so meine Wohnheimstruppe. Und dadurch war das so für mich die perfekte Mischung und Zeit. Und dann war das Studium eher Mittel zum Zweck, um da irgendwie halbwegs effizient durchzukommen und irgendwann mal was Vorzeigbares zu haben. Genau, und das. Genau, dann haben wir eben während dem Studium, haben wir dann eben sehr intensiv Leistungssport gemacht und um das zu finanzieren, ich mit meinem Bruder, haben wir Gewerbe angemeldet und dann haben so aus dem Kofferraum alles verkauft, was wir selber brauchten, Neoprenanzüge, Fahrradrahmen, Laufräder und eben irgendwann war da eine Marke dazwischen, Skinfit und die waren ganz, ganz winzig klein, die kommen aus Österreich, sind Direktvertrieb und dann haben wir da eigentlich so nebenbei irgendwie als Vertriebspartner gearbeitet. Und Ja. genau, und da schließt sich so ein bisschen, dann war ich dann irgendwie im Studium fertig. Ich war dann noch relativ jung und so mit 23, 24 jetzt irgendwie Consulting oder Bank, was ja dann so die klassischen Karrieren sind als Volkswirt, hatte ich so bedingt Lust, muss ich sagen. Und zu der Zeit waren wir halt auch super intensiv im Triathlon und wirklich so als so Leistungssport in der zweiten Bundesliga gestartet und es war sehr ambitioniert so. Und dann hatten wir so das große Glück, dass dann so Skinfit dazwischen kam und dann hat das sozusagen in diesem Dreierpaket hat dann also aus Studium und so Privatleben und Sport hat dann irgendwie das Skinfit so ein bisschen das Studium abgelöst. Und genau, dann haben unsere Eltern, das ist so eben das große Glück, dadurch, dass deswegen habe ich es eingangs so erwähnt, dadurch, dass die auch immer selbstständig waren, gab es von zu Hause nie so die Erwartungshaltung, jetzt aber mal ordentlich, was jetzt mal was Ordentliches zu machen, sondern die haben immer gesagt, macht, was ihr irgendwie gut findet und haben uns halt immer unterstützt so. Und Cool. dann kamen so wirklich einige fantastische Jahre, wo wir mit unseren Eltern, die haben dann am Wochenende haben die irgendwie auf den Rennen, wo wir gestartet sind, haben die irgendwie Mama Kuchen gebacken und wir haben einen Skinfit-Stand gemacht und bei uns hing alles ab irgendwie. So, das war einfach eine unglaublich gute Zeit. Wir Schön. sind auch viel in Trainingslager gewesen, haben das dann da aus dem Koffer raus wirklich die Marke bekannt gemacht. Und unsere Eltern haben dann so in so einer Ecke irgendwo im Hotel so einen kleinen Skinfit-Stand gemacht und so. Deswegen genießen die das übrigens bis heute, dass die noch immer mit auf die größeren Events kommen, weil die halt so viele Leute noch kennen aus der Zeit. Schön, Ja. ja. Genau. Und das war so ein bisschen dann. Und dann kam irgendwann, wurde das größer und größer und dann gab es die Entscheidung, ja, Skinfit, lass uns doch irgendwie eine deutsche Vertriebsgesellschaft machen. Und dann haben wir uns da 2007 für entschieden und dann sind wir diesen Weg so mitgegangen, wirklich so von Null auf mit Logistik alles aufgebaut. Und dann gab es auch da so, dann hat sich das immer weiterentwickelt, wurde relativ groß. Und dann gab es so ein bisschen den Punkt, irgendwann haben wir uns dann gemeinsam mit Skinfield entschieden, wir machen ein Zentrallager, ein europäisches.
Und im Zuge dessen hat es, glaube ich, so ein bisschen bei der Geschäftsleitung Klick gemacht, so nach dem Motto, ja, dann können wir auch gerade alles selber machen und haben dann einfach alle Teilmärkte zurückgekauft. So, das Ja. war 2014, genau, und das war so mal der erste Teil der Geschichte sozusagen. Und das war dann die Basis, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, genau, also total, ne? Das war so ganz interessant, weil wir wir hatten zu dem Zeitpunkt, wir waren halt so die Skinfit-Jungs in Deutschland, ne? Und haben das so 10, also jetzt in dieser Nische Triathlon so, ne? Und das so lange gemacht. Und das war so ganz interessant, weil man ja auch immer so eine Identität aufnimmt dann, ne? Also man, und für uns war das irgendwie erstmal, also speziell für unsere Eltern war es super hart, weil die irgendwie, mein Bruder und ich, wir waren dann so Anfang 30. Dann denkst du dir halt, ja, mein Gott, dann es wird schon irgendwas kommen und wir kriegen das irgendwie, dann macht man halt das Nächste irgendwie. Das war dann aber noch unklar, was es ist. So, ne? Für unsere Eltern war das irgendwie hart, weil für die war halt klar, die waren dann so Ende 50, Mitte, Anfang 60, Papa. Für die war das jetzt klar, die machen jetzt nicht noch drei so Dinger irgendwie. Deswegen ist denen das, glaube ich, schwerer gefallen. Spoiler, mittlerweile genießen sie es total so, wie alles ist irgendwie und freuen sich sehr mit uns und das war der richtige Weg und Schritt. Aber genau, dann kam eben so der Schritt, dass wir dann das Glück hatten, dass wir uns echt mal so ein Jahr sortieren konnten, ne? Dass man so mal, ja, dass man mal so durchatmen konnte und eigentlich sehr frei. Ich finde, man ist ja immer in so einem, es ist ja so ein bisschen ähnlich wie mit der Schule, was wir eingangs hatten. Ne? Du bist dann in so einem Track drin irgendwie und du guckst ja nicht mehr wirklich völlig frei, sondern du guckst ja im Rahmen dieser Opportunitäten, die sich da so ein bisschen plus minus 10% auftun, aber du guckst ja nicht komplett frei irgendwie. Und das habe ich als sehr, sehr befreiend wahrgenommen in dem Jahr, wo man wirklich dann mit einer Freundin geholfen, die hatte ein Unternehmen für Kletterhosen, der gemeinsamen Bekannten Anna geholfen, die dann Wildling aufgebaut hat, wo wir uns dann später auch beteiligen durften. Aber so, dass man so völlig frei, wir hatten dann irgendwie ein Investment, so ein ganz kleines Investment in Berlin bei Brotliebling, die haben so Maimüsli für Brot versucht und dann ist auch der Oetker eingestiegen und so. Also, dass man auch mal so eine ganz andere Reise mitmacht irgendwie. Und das habe ich so als super wertvoll wahrgenommen. Vor allen Dingen auch wieder so für einen selber, dass man merkt, okay, man ist jetzt vielleicht nicht nur der Skinfit-Triathlon-Typ, so, also gar nicht negativ gemeint, sondern man hat vielleicht auch andere Fähigkeiten oder kann sich in andere Themenfelder reindenken und so. Genau, und das war dann so, ich sag mal, der Also Schritt. eigentlich habt ihr euch oder hast du dich dann emanzipiert in dem Jahr so ein bisschen von dem, was du vorher gemacht hast? Total, also würde ich genauso unterschreiben. Das finde ich Ja. ist eine gute Formulierung davon, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, man muss auch. Also man, wenn gerade wenn man Dinge so intensiv macht, dann wird das ja auch immer ein Teil von einem. Das muss man dann auch wieder von sich abkoppeln, irgendwie, finde ich. Um dann halt frei gucken zu können. Und das mag, ich finde aber, wenn man dann merkt, okay, man funktioniert auch ohne diesen Teil als Mensch irgendwie und kann irgendwie einen Mehrwert bringen oder hat irgendwie, man ist nicht nur darüber identifiziert. Das fand ich sehr, sehr wertvoll. Das ist super spannend, dass du das beschreibst, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das geht ja ganz vielen, so mir auch, immer wenn du ein, wenn Schnitt im Leben ist, wenn du einen Job beendest, wenn du etwas Neues anfängst, dann beginnt ja immer diese Zeit, dann bist du nicht mehr, also ich war dann nicht mehr der Dirk von Nike oder der Dirk von EA oder irgendwas, das hat halt 11 Jahre Gaming gemacht, sondern du bist einfach, du bist ja der Dirk. Oder du bist ja der Mario oder du bist ja, weiß ich auch nicht wer. Und das ist natürlich, war ein Teil von dir und hat dich zu dem gemacht, aber das bist ja nicht alleine du. Und ich glaube, das muss man sich selber irgendwie mal wieder klar machen nach einer Zeit. Ich finde das, ja, das ist immer, ich finde das immer ganz interessant zu beobachten, ne? Gerade auch so, ich denke das oft so bei so Konzernkarrieren irgendwie, ne? Wenn man dann, man identifiziert sich ja sehr stark dann über so Themen wie auch, also dann auch natürlich über Statussachen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass das den Menschen so wichtig ist irgendwie, ne? Und ich glaube, dass das halt, ja, dass das halt so eine gute mentale Übung, also ich rede jetzt daher, als ob das sozusagen eine mentale Übung war. Das war, in dem Moment war das gezwungen so, aber es wurde dann zu einer mentalen Übung und daraus, also das war total wertvoll irgendwie, ne? Also das kann ich nur total unterschreiben, dass das so ein guter, also ich würde das auch jedem empfehlen, so wenn man gerade irgendwas intensiv gemacht hat, nicht sofort nach der sicheren Anschlussverwendung zu gucken, so, weil man vielleicht was völlig anderes nicht im Blick hat. So.
Ja. Okay, aber wie zum Teufel ist dann Ryzen entstanden? Ja, das ist eine gute Frage. Wir waren echt lange Zeit total, also mein Bruder und ich, wir waren sehr, sehr skeptisch. Zum einen, weil wir so ein bisschen, ich nenne das mal brainwashed, also für uns war Skinfit, das war die Marke und die machen die besten Produkte und da gibt es nichts anderes so. Was halt auch wieder mit dieser krassen Identifikation zusammenhängt und wir haben das als Familie gemacht und so und wir waren im Triathlon, das waren die Skinfit-Jungs und dann jetzt zu sagen, ja, wir machen jetzt sozusagen so eine, wie soll ich sagen, so einen beleidigten Abklatsch. So, das wollten wir auf gar keinen Fall. Deswegen waren wir sehr, sehr lange, haben wir das überhaupt nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen. Ein guter Freund von uns, der kam zu der Zeit von DDB, aus Düsseldorf, von so einer großen Markenagentur. Der hat für die immer die großen Kannlöwen und so weiter, was es da alles gibt, darauf hat er immer gepitcht irgendwie. Also, und es ist einer der besten Freunde meiner Frau, die kennen sich seit Geburt tatsächlich. Also, es ist also auch wieder Spoiler: am Ende ist es so ein erweitertes Family-Business so ein bisschen geworden. Genau, und er hat es mit einem Kollegen mit einer eigenen Agentur selbstständig gemacht. Und Agentur immer Dienstleistungen, die haben halt nach einem Produkt geguckt, ne, dass man irgendwas, lass uns doch irgendwas zusammen aufbauen. Und dann haben wir uns auch verschiedene Sachen angeguckt und dann auch das Brotliebling auch zusammen gemacht da in Berlin. Und dann war das irgendwie so ganz interessant, weil die überhaupt nichts mit Triathlon zu tun hatten. Und dann waren wir auf einem Triathlon-Rennen zusammen, haben uns das so angeguckt und dann waren die so, das ist ja, das wäre total einfach, sich hier abzuheben. Hier sieht ja alles gleich aus. Es ist entweder funktional, so Hardcore, Funktion, 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 oder es ist super bunt. Also es ist die beiden so, aber da gibt es ja eine riesen Lücke dazwischen, wo man sagen könnte, es gibt nie, keine emotionale Marke und es gibt keine designgetriebene Marke sozusagen. So Und ein ja. Lifestyle-Sexiness-Touch. Genau, ja. Also wenn man so will, so das Nike für Ausdauersport. Dann, ne? Ja. Weil die großen Marken haben in diesen Nischen eigentlich dann den Trust nicht, so, weil die sich dann auch nicht drum kümmern, in diese kleinen. Total. Das ist deine Expertise, ne? Genau Ja, das. das wird einfach, das läuft, ja, es wird nicht ernsthaft verfolgt. Und deswegen super, solche Nischen sind ja ein guter Einstieg Genau, für ja. Marken wie Genau. Ryzen. Und dann war das total interessant, weil wir, also mein Bruder und ich waren super skeptisch, weil wir dachten, na, boah, wir wollen auf gar keinen Fall, wie gesagt, so der billige Abklatsch werden und so ein leicht beleidigtes gibt es ja irgendwie immer mal wieder irgendwie so. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Wenn, muss es anders sein. Und dann kamen so zwei Zufälle zusammen. Der eine war, dass wir über einen Bekannten aus der Schweiz, der hatte eine eigene Outdoor-Marke, die sehr, sehr hochpreisige Outdoor-Produkte produziert. Ganz viel mit geklebten Nähten und der hatte damals so eine Idee für so eine Scanner-Lösung, dass du irgendwie so customized Mass Customization machen kannst und so. Und dann hat der uns die ersten Prototypen entwickelt und dann kamen die an und da waren wir wirklich so, okay, das ist ja wirklich krass. So, da gibt es schon irgendwie, die waren teuer, so, aber da gibt es Ja. schon auch nochmal einen Unterschied irgendwie. Und das zweite wird dann parallel gab es so einen Strang, dass wir uns so mit der Marke beschäftigt haben. Und da gab es so einen Moment, wo wir hatten dann so Freunde noch mit dazu genommen, wir waren so 6, 7 Leute und dann sollten wir so, haben so einen Markenworkship gemacht, also wirklich so from the scratch Marke entwickeln irgendwie. Und dann war so eine der Fragen, okay, was ist die Marke, wenn du sie dir vorstellst für dich für einen Moment? Und da kam bei, ich glaube, 4 von 6 kam raus, irgendwie sowas wie so ein Bild wie, ich bin irgendwo einen Berg hochgelaufen, habe mich halt voll angestrengt und ausgepowert und guck dann so zum Horizont. Also ausgepowert und also so relax irgendwie. Ne? Und dann haben wir es eigentlich so ein bisschen mit diesem, und weil das so, weil für 4 von 6 und eben wir drei, die heute noch dabei sind, wir hatten auch dieses Bild, das war irgendwie schon so ein kleiner Magic Moment, wo man dachte, okay, wir können so eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln, was das hinterher sein soll. Ja. Ja, und dann haben wir am Ende des Tages mit diesem Two Rise, also der eine, für den einen war es eher ein Pass hochfahren, für den anderen eher hochlaufen, aber es war dieses sehr anstrengende plus so irgendwie den Horizont irgendwie entlang gucken. Dann haben wir so ein bisschen mit diesen beiden Worten To Rise und Horizon gespielt. Wir haben neulich nochmal irgendwie so ein Blatt gefunden, wo die ganzen möglichen Kombinationen da alles gab. Das ist ja so lustig, ne? Weil das Ja. in unserem Kopf fühlt sich das dann manchmal so ein bisschen Luftschloss AG-mäßig an, weil man ja den Zeitpunkt kennt, wo es das nicht gab. Und jetzt ist es Ja. also da und für viele Leute von außen, die drauf gucken,
ist es ja was. Also das steht ja für was, das steht ja für irgendwie was Großes oder für was Emotionales oder für was Anstrengendes, weiß auch immer, aber wir kennen ja diesen Cut. So, das ist halt so, für uns ist das manchmal total strange, ehrlicherweise. Das verstehe ich, weil ihr habt das Wort geboren und dann auch aufgeladen zu dem, was es heute ist. Ja. Ja. Und dann seid ihr in die Gründung gegangen? Genau, und dann sind wir in die Gründung gegangen und haben dann erst, es gab noch halt, es gab noch einen wichtigen Aspekt, Thema Jan oder so Frodo. Ich habe dann in dem Jahr 2010, also als wir gerade raus waren, da haben wir dann schon so mit dem Gedanken gespielt und hatten die Marke entwickelt. Die ersten 3-4 Prototypen waren da. Und da ist Frodo das erste Mal auf Hawaii gestartet beim Ironman. Der kam also von der Kurzdistanz, der war Olympiasieger 2008 in Peking, ist dann gewechselt auf die längeren Distanzen. Das ist schon eher ungewöhnlich, weil das doch schon zwei unterschiedliche Rennformate sind. Und war damals Specialized-Athlet und die haben einen komplett roten Suit gewollt. Die waren Hauptsponsor. Und den habe ich ihm damals noch also das war dann ein ungebrandeter Skinfit Anzug sozusagen, wo ich ihm geholfen hatte, den zu organisieren. Und so waren wir in Kontakt. Und dann haben wir denen die Idee gepitcht damals. Und Frodo ist ein sehr, also er hat, sein bester Kumpel ist sein Manager. Die beiden sind als Team unschlagbar. Das ist so eine Kombination, glaube ich, gibt es cool. Selten. Das ist echt cool. Ja. Und dann haben wir, und Frodo ist aber so ein super begeisterungsfähiger Mensch. So, also der ist, das ist irgendwie irre. Wenn er von irgendwas überzeugt ist, dann macht er es sofort. Ich bin immer das krasse Gegenteil. Ich bin immer so Vernunft. Ja, du bist eher der Denker oder der Zerpflücker oder der. Ja, gar, ich bin eher so ein super vernünftiger Typ irgendwie. Okay, ja. Also risikoavers. Ja, würde ich gar nicht sagen. Eher so, also ich kann schon, ich gehe schon gerne Risiken, aber immer in so einem. Also so ein 80-20-Typ halt. Ne? Also so. Ich bin so ein 80-20-Typ. Ja, genau. Und von Frodo gibt es, also wir beide haben immer so die Story, das ist ja für mich so unvorstellbar, der hatte damals keine Kohle, musste beim Europacup starten und hat sich aber eine Espresso-Maschine gekauft für 3.000 Euro. Die Kohle hatte er nicht. Er musste gewinnen. Das ist für mich unvorstellbar. Geile Geschichte, echt? Ja. Kannte ich nicht, das ist gut. Ja. Ja, und er hat gewonnen, also das ist so, sie ist halt so jemand und ich bin halt das genaue Gegenteil. Genau. Naja, also das, also so, und dann haben wir das ihm die Präse gepitcht sozusagen und dann war er sofort Feuer und Flamme und wollte unbedingt dabei sein. Und dann hatten wir irgendwie so das Gefühl, okay, der passt einfach perfekt auch zur Marke, weil der, also was wir auf jeden Fall nicht sein wollten, ist so eine sehr nischige Marke, die auch dahinter drin verhaftet bleibt. Ne? Also wenn du so, Triathlon hat immer die Riesenchance, dass du verbindest halt drei riesengroße Sportarten. Das heißt, jeder, der als Triathlet Radfahren geht, fährt auch mal mit einem Rennradkollegen und jeder, der laufen geht, geht auch mal mit einem Kollegen im Büro laufen, der nur läuft. Das heißt, das funktioniert eigentlich so ganz cool, so als, wie soll ich sagen, wie so ein Brückenkopf in andere Märkte. Eintrittskarte. Ja, so ein bisschen. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch irgendwie so Beispiele wie On Shoes ist im Triathlon gegründet, also so Two Times You ist im Triathlon gegründet. Da gibt es relativ viele Marken, die so in dieser kleinen Nische gestartet sind und dann da rausgegangen sind später. Es gibt aber genauso viele, die dann auch verhaftet blieben, so, weil du halt ein sehr nischiges Produktportfolio hast zum Anfang. Und das ist so, glaube ich, war dann so die größte Herausforderung. Aber deswegen, also genau, ich kam von Frodo, deswegen passte Frodo so perfekt, weil er so in der Zielgruppe extrem für Performance steht, aber außerhalb der Zielgruppe auch nicht nur als der nerdige Hawaii-Triathlon-Zahlen-Tachometer-Typ ist, sondern der steht irgendwie ja auch so ein bisschen breiter da, würde ich sagen. Ne? Ja. Und genau, so hat das. Und dann, das war für uns dann so ein bisschen diese Kombination Magic-Marken-Moment, nenne ich das mal. So die Prototypen waren dann wirklich auf einem Niveau, wo wir sagen, okay, das ist jetzt kein billiger Abklatsch. Und Frodo kam dazu und hatte Lust, als Gesellschafter mit dabei zu sein, dass wir dann irgendwann an diesem Point of No Return waren, wo man dann so auf den Bestellknopf drückte und dann war alles angeschoben. So, ne? Und dann ist ja ganz viel, dann kippt es ja so. Ne? Oh, hier ist gerade
Das gerade Radau, macht nichts. Aber dann, okay, dann seid ihr gegründet und jetzt spul mal nach heute. Was ist in der Zeit passiert? Also was ist der Sprung, den ihr seitdem gemacht habt? Wo steht ihr heute? Wir wollen ja heute so ein bisschen auch über Wachstumsschmerz sprechen. Das ist ja so ein bisschen das Thema. Also wo reizt es? Aber erstmal, damit wir so ein bisschen Eindruck bekommen. Also ich weiß nicht, welche Zahlen du teilen möchtest. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob du Zahlen teilen möchtest, aber dass du uns vielleicht mal so ein bisschen eine Größenordnung gibst, von wo seid ihr gekommen, ungefähr wie viel Produkte, wie viel, keine Ahnung, wie sieht die Distribution aus, wie sieht die heute aus, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn eigentlich, was ist denn Ryzen, also wenn ich mir das als Unternehmen vorstelle? Ja, das ist in der Tat wahrscheinlich so eine sehr spannende Frage, dieses so, ich finde, man geht ja dann super lange so einen, man scheitert sich eigentlich nach oben die ganze Zeit. So, das sieht dann von außen ja irgendwie, sieht das alles groß aus. Das versucht man ja auch von vornherein, man will ja nicht. Aber innen ist ja alles Chaos von Anfang an. Das hört, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Man denkt ja immer so, ja, okay, die nächste Stufe, dann wird es besser, aber dann ist ja eigentlich nur Chaos auf neuem Niveau. Ja. So würde ich das irgendwie wahrnehmen, ja, die letzten 4 Jahre. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhört. Wieder deine Erfahrung ist. Mach mir Mut. Erzähl du erstmal, ich antworte dir gleich. dann sind wir halt, wie gesagt, wir sind dann halt losgelaufen und hatten erst den Gedanken, wir brauchen irgendwie Investoren, weil wir halt mit einem sehr breiten Portfolio gestartet sind, weil wir eben nicht nur mit der Radhose oder mit dem Triathlon-Suit starten wollten, weil du dann halt die Gefahr hast, dass du so ein bisschen, dann bist du eben diese Nischenmarke am Ende. Deswegen wollten wir Hoodies und Taschen und Cappies und alles dabei haben von Anfang an. Breites Produktportfolio, überall Mindestbestellmengen, alles gut bestellt, eigentlich nicht denkbar irgendwie. Und dann kamen halt auch so ein paar Sachen zusammen. Eigentlich war es so, dass wir gedacht haben, das geht nur mit einem Investor. Ja. Und dann kam aber die Ware nicht. Also wir sind dann so losgelaufen. dann kam aber ganz viel Ware nicht. Und dann hat man erstmal so, okay, dann konnte man erstmal den ersten Teil, hatte man nur die Muster mit am Messestand. Und dann hat sich das so ganz langsam, haben wir uns da so durchgekämpft. Also ihr konntet erstmal was abverkaufen von dem, was gekommen ist, dann konntet ihr wieder was zahlen, dann kam wieder was Neues. Genau so, ja. Okay. Und das hat so rückblickend irgendwie, dadurch waren wir dann halt auch immer gefühlt ausverkauft. Also so, das glaube ich hat dann schon auch, oder wir waren viel ausverkauft, das hat dann schon auch der Marke so wahrscheinlich einen gewissen Touch gegeben. Mhm. Es wirkte, als ob es eine gigantische Nachfrage auf viele Produkte gibt. Wahrscheinlich war es eine mittelmäßige Nachfrage auf wenige Produkte, die verfügbar waren als Lager. Und genau, und dann wurde es halt, dann waren wir lange Zeit, wir drei Gründer, also Markus, Fabi und ich. Und dann hatten wir den ersten Werkstudent, der dann die Operations gemacht hat. Und ja, dann geht das ja relativ lange, sehr langsam voran. Ja. Gerade wir sind im Direktvertrieb. Das heißt, wir machen keine großen Sprünge am Anfang. Ne? Also Direktvertrieb können wir nachher nochmal drauf eingehen, wenn du es interessant findest. Aber das heißt, wir verkaufen wirklich nur an Endkonsumenten. Also das heißt, bei uns ist es nicht so, dass ein Vertriebler rumfährt und dann halt irgendwie mal einen Karstadt und so weiter als Kunde aufmacht, die dann sofort große Mengen nehmen, sondern am Ende des Tages haben wir wirklich am Anfang fast jede einzelne Hose den Kunden quasi ja verkaufen müssen oder jedes einzelne Produkt. Und das wächst halt am Anfang super langsam und geht halt nur sehr, sehr zäh vorwärts irgendwie, weil die Leute ja auch nicht sofort wieder kaufen. Also unbekannte Marke, dann überhaupt die Leute zum Kauf zu bekommen. Ihr seid auch relativ hochpreisig, oder? Relativ hochpreisig, genau. Also können wir produzieren halt alles in der EU mittlerweile, was halt irgendwie Apparel angeht und so. Aber genau das. Das heißt, es geht am Anfang halt sehr, sehr langsam. Und deswegen passiert dann auch lange Zeit, so jetzt, dann sind wir so, dann bist du irgendwann 4, 5 Mitarbeiter, dann 6, 7, 9 und so. Und jetzt in den letzten 1,5 Jahren wird es dann plötzlich schnell und viel so, weil dann auf einmal irgendwann bist du dann so, kommt dann der Knick irgendwie. Ne? Ja. Und wie viel seid ihr heute? Ja, wir haben immer Montag Company Call jetzt mittags. Da waren, ich glaube, 36 Leute drin. Oh, wow. Ja, und das fand ich dann schon auch ein bisschen erschreckend.
Also es ist total toll. So, ja. Ne? Aber es ist, das ist halt schon Wahnsinn, ne? Dass man, also man, für uns ist es ja gefühlt noch total nah, dass wir mit 3 Leuten in einem Büro gesessen haben, mit 4 Leuten und von da alles gemacht haben. Und jeder auch alles mitbekommt. Ne? Das ist ja das, was er dann, also jeder kriegt alles mit und jeder ist immer auf Stand, was gerade ansteht. Das haben wir natürlich heute lange nicht mehr so. Ne? Und jetzt fängt man sich eben mit den Themen an zu beschäftigen. Ne? Mit, ja. Ihr seid pure Direct-to-Consumer. Ihr habt, glaube ich, einen Store, ja. Der aber wahrscheinlich, ja, spielt jetzt gerade keine große Rolle, aber vielleicht so als Showroom. Dann spielen wahrscheinlich die Events für euch eine Rolle, wo ihr direkt verkauft. Aber keine Ahnung, wie viel Prozent macht bei euch das Online-Geschäft aus? Sind das über 90 oder? Ja, also genau, das hat sich jetzt halt natürlich total gewandelt. Jetzt durch Corona halt 95 oder so. Davor war das ehrlicherweise, und deswegen war das letzte Jahr für uns halt auch sehr, sehr herausfordernd, neben allem, was auch Gutes passiert ist, sozusagen durch dann Fokusschärfung und so weiter, und auch weil der Markt sich dann Richtung Rad und so weiter entwickelt hat, ja. War es aber so, wir haben davor die Jahre im Sommer ungefähr 40% über Events gemacht, also gerade die ersten 2, 3 Jahre war das natürlich einer unserer Hauptkanäle. Die Leute kannten uns, wir stehen irgendwo, wir haben einen Stand, der anders aussieht. Da ist eine Kaffee-Lounge, da kommt ein Foto für Autogrammstunden hin. Ja. Ich bin jetzt nicht der Triathlet, aber ist das so wie bei einem Marathon? Du hast drumherum eine Messe. Genau. Ja. Und da gibt es Stände von Unternehmen oder von Einzelpersonen mit, weiß ich nicht, Nutrition und Klamotten und was man alles so braucht. Genau, ja. Ja. Genau, okay. Da haben wir uns dann, das war ja dann so ein bisschen damals die These von dem Fabi, die kann man sich super leicht abheben, weil also wir haben dann auch da ein sehr cleanes Design und so Holzboxen selber gezimmert. Das kann man echt, weil, also wenn es so aussieht, wie es auf den Marathonmessen aussieht, das ist eine Katastrophe. Es sieht genau so aus wie auf einer Marathonmesse. Ja. Und dann sind wir in den Baumarkt und haben uns selber so cleane Boxen gebaut und aus Kupfer. Stangen, also Aufhänger, so, alles aus dem Baumarkt selber gebaut, aber trotz, also du hebst dich halt sofort ab und eine Kaffeemaschine und Frodo da, so das. Geil. Genau, es sah sofort anders aus. Und deswegen war das halt ein super wichtiger Kanal irgendwie, ne? Und deswegen haben wir die Firma auch immer so ein bisschen ehrlicherweise mit dieser Eventsaison, das hat einen sehr, sehr großen Anteil, die ersten 1,5 Jahre. Da gab es also, gab es dann nur uns 3 Gründer und dann sind wir auf jedes Wochenende auf ein Event gefahren und den Tim, der sozusagen intern das Operations gemacht hat, so als anfangs Werkstudent, später dann als Vollzeitangestellter. Aber im Grunde, wir haben den ganzen Sommer sämtliche anderen Arbeiten, eigentlich sowas wie Nachordern oder weit, also das lag alles brach dann irgendwie, ne? Weil man dann halt, wir waren dann halt selber auf Events im Sprinter gepennt und so. Ne? Und, ich habe ein paar Fragen zu eurem Online-Business. Wahrscheinlich ist ja der Triathlet, wenn er happy ist mit seinem Produkt, ein guter Wiederkäufer, also jemand, der zurückkommt, wenn ihr gute, was ich gehört habe, wovon ich ausgehe, dass ihr gute Qualität liefert. Wie habt ihr da gute Quoten? Habt ihr eine Community? Wie managt ihr das? Also werden die mit Newslettern befeuert oder gibt es da mehr? Also gibt es irgendwie eine Art Ryzen, eine aktive Ryzen-Community? Und wie holt ihr neue Kunden rein? Ist das klassisch Search, Social oder gibt es da irgendwelche Sachen, wie ihr das macht? Ja, es gibt so, also wenn wir das so wüssten, ne, der berühmte Marketing-Mix, wenn man den verstanden hätte, ne, dann so komplett. Es gibt aber so ein paar Eckpfeiler, die man, glaube ich, so teilen kann. Also mittlerweile, also wir haben jetzt das erste Mal jemand, der sich um Data kümmert bei uns. Ich meine, das hätte man auch früher machen können. Das Problem ist, wir sind bootstrapped. Wir haben immer 12 Feuer, die brennen so und du hast Kapazitäten für so 2 bis 3. Du musst halt gucken, dass dir die anderen nicht um die Ohren fliegen. Deswegen war das so Data Management, obwohl jetzt irgendwie, wo du sagen würdest, naja, von außen drauf geguckt, irgendwie, du bist B2C, das ist ja das Wichtigste, was du machen musst von Anfang an. Ja. Aber es war genauso wichtig, die Produktqualität hinzubekommen. Es war genauso wichtig, irgendwie einen Messeauftritt zu haben. Ja. Frodo brauchte einen super Prototypen für Hawaii. Also das wie das halt anfangs so ist. Ne? Wie das im Startup ist, verstehe ich. Genau, ja. Und wir haben jetzt so das erste Mal die Daten analysiert. Und das ist total toll, weil sich so rückblickend
ist sozusagen so ein bisschen das Bauchgefühl bestätigt. So, wir haben eine sehr loyale Kundschaft. Der Average Order Value, der wächst seit Jahren sehr konstant, fast linear, was ja irgendwie auch irgendwie cool ist. Und die Wiederkaufsrate, die liegt jetzt so aktuell innerhalb von einem Jahr bei, ich glaube, so um die 38%, was, glaube ich, so ein sehr ordentlicher Wert ist. Und dann eben auch jetzt irgendwie Warenkörbe, die jetzt ja nicht, also klar, wir haben auch Socken, aber so die meisten Leute kaufen dann eher halt in der Regel über 100 Euro irgendwas. Ja. Dafür sind das, glaube ich, ganz gute Metriken so. Und das ist aber wirklich jetzt eher was, wir haben gerade so das Gefühl, dass wir durch so eine, dabei sind, durch so eine, an so einer Decke zu klopfen, wo das Rad so greift, dass die Leute, dass die Menge an Kunden, die auch wieder kaufen können, einen großen Anteil Businesses treiben sozusagen, dass das aber ja wiederum auch Neukunden triggert, weil du so einen Mund-zu-Mund-Effekt hast. Dann hast du natürlich Themen, es fängt jetzt so ein bisschen mit PR an, oder im letzten Jahr gab es halt so ein bisschen PR. Dann hast du natürlich Frodo, muss man ganz klar sagen, ne? Der hat dieses letztes Jahr diesen Tree at Home gemacht zum Beispiel. Ja, habe ich gesehen, stimmt, ja. Genau, das war in einer Zeit, wo sonst gar kein Sport stattgefunden hat, und das war eine gigantische Reichweite. Die haben das hinterher auswerten lassen. Das war eine größere Reichweite medial wie ein Hawaii-Sieg. Also das und sowas, da haben wir halt das große Glück, dass wir halt bei ihm da so ein bisschen immer mitschwingen irgendwie. Und dann machen wir natürlich jetzt irgendwie, den Großteil machen wir mit Facebook und Search sind wir noch nicht wahnsinnig gut, ehrlich gesagt. Das sind halt auch alles so Themen, das haben wir dann so mit und mit entwickelt. Ein guter Freund von uns, mit dem wir dieses Trainingslager Business damals versucht haben, was übrigens nicht funktioniert hat. Der ist dann zu einer großen Social-Agentur gegangen nach Hamburg, und dann hat der uns damit reingenommen, und dann konnten wir da so ein bisschen testen und das so quasi laufen lassen, ohne dass wir uns darum gekümmert haben und so. Und jetzt mittlerweile sind wir da so ein bisschen breiter aufgestellt und haben da echt ein gutes Team und auch gute externe Berater, dass wir das da irgendwie ganz gut und sehr profitabel spenden können, weil das ist ja immer die Herausforderung, die wir lösen müssen. So. Ja, total. Also was ist der Return on Advertising Spend? Wie viel wollen wir, was macht es noch profitabel? Vor allem auch dann wahrscheinlich gerade im Moment, was die Retourenquoten sind, wahrscheinlich vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen größer. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Covid da irgendwas gemäß ist und gleich geblieben. Ist bei euch auch der Trend, der Zalando-Trend? Also man bestellt sich 5 Trikots, um eins zu kaufen, oder sind eure Kunden da sehr, sehr bedacht? Ja, glücklicherweise sind die sehr bedacht. Also ich weiß nicht genau, ob das so, was das für Effekte sind, aber unsere Retourenquote ist um die 20%. Also für einen E-Commerce extrem niedrig, glaube ich. Also das ist, also gerade für Bekleidung, ne? Du hast dann manche Produkte, da ist es ein bisschen höher. Da sind wir aber auch so, wo wir sagen, ja, das, wenn wir wollen ja auch, dass ein Triathlon-Suit perfekt passt. Also so, das ist jetzt nicht was, das ist ja kein Baumwoll-T-Shirt, wo es nicht so schlimm ist, wenn es mal einen Zentimeter zu kurz oder zu lang ist oder so. Ja. Der soll ja perfekt passen. Wir wollen ja, dass der Kunde ein gutes Erlebnis hat. So, ne? Oder eine Radhose, die muss einfach gut sitzen. Dann ist das okay, wenn wir da irgendwie 25 oder 30% Retourenquote haben, was aber ja immer noch weit entfernt ist von 60, 70, 80%, die du ja zum Teil im Onlinehandel hast. Ne? Ja. Mario, wir spulen jetzt mal nochmal 2 Jahre weiter. Was hättest du gern, wie Ryzen dann da steht? Du meinst ab heute 2 Jahre weiter sozusagen? Ja, also ich muss ehrlich sagen, mich hat, also dieses Bootstrappen, ich finde, das hat super viele Vorteile. So, ich bin total dankbar, dass wir heute da stehen und so dieses alles, also wir haben halt auch ganz viel mit Family and Friends und immer mal wieder hat jemand geholfen und so, aber das war wahnsinnig anstrengend, ehrlicherweise, weil man halt eigentlich, wir haben gefühlt eigentlich immer 2 Bälle zu viel in der Luft gehabt. Ja. Das ist schon auch an die Substanz gegangen und da würde ich jetzt sagen, so für, und jetzt gerade habe ich so das Gefühl, es könnte sein, dass wir jetzt, ich hoffe, dass wir dann nochmal mit den Banken jetzt auch, wir sind jetzt dabei, die schwarze Null zu machen, und dann wird die Refinanzierung einfacher. Und was halt total toll ist, dass ich halt merke, dass wir jetzt Energie für andere Fragen aufwenden können. Irgendwie, ne? Also was ist unser Beitrag, warum macht man das an sich so? Ich meine, Geld verdienen als solches ist irgendwie, finde ich, kein wahnsinnig inspirierendes Ziel. So, das ist am Ende ist das Mittel zum Zweck, das braucht man auch und es ist auch völlig legitim. Aber das jetzt irgendwie
da perspektivisch immer mehr auf einen Haufen zu schmeißen, finde ich jetzt irgendwie nur so mittelmäßig inspirierend, ehrlicherweise. Und da haben wir jetzt schon die Hoffnung, dass jetzt so ein Rad ans Laufen kommt. Man merkt es auch. Ich glaube, so ehrlicherweise haben wir uns auch so kennengelernt. Ich glaube, so front off, ich finde es schon irgendwie inspirierend, dass man so auch dann andere Unternehmen mit anschiebt oder da hilft, wo man kann. Und so eine Kultur finde ich irgendwie total super. Und das ist was, wo wir uns irgendwie auch sehen, dass wir sagen, so, wir helfen immer total gerne auch anderen. Also zum einen wollen wir so für unsere Mitarbeiter diesen Safe Space behalten. So, das ist uns total wichtig. Also auch da gilt so, Profit oder Umsatz ist am Ende immer Ergebnis, aber niemals Ziel. Das ist irgendwie, und das wollen wir gerne jetzt so etablieren und nochmal stärker. Also ihr seid eher für einen langsamen, stetigen Wachstum, als, keine Ahnung, ihr holt euch jetzt einen Investor rein, um die Laufattacke zu machen und die, I don't know, und in den nächsten 2 Jahren, weiß ich nicht, bei euch zu verzwanzigfachen. Total, also genau, also würde ich so 100% so unterschreiben. Ne? Also das heißt nicht, dass wir nicht irgendwie ambitioniert sind. Ne? Ich glaube schon, dass Nein, das meine ich nicht. Meinte genau, nur ich weiß, so, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch der Markt gerade in diese Richtung kippt, dass du diese Direct-to-Consumer-Brands hast. Da gibt es ja auch Beispiele aus den USA mit Allbirds und wie sie irgendwie alle heißen, die dann so, weil du als, also wir haben den großen Vorteil, ich meine, als Handelsmarke gibst du ja schon mal 50 bis, da kennst du dich besser aus, 50-60% des Produktpreises, den der Kunde zahlt, gibst du dafür aus, dass der Kunde es bekommt, also für den Vertrieb und für den Versand, vielleicht wenn es ein Zalando ist. Das gibt ja keinen Mehrwert für das Produkt sozusagen. Und ich glaube, dass es da schon sozusagen der Markt gerade dadurch, dass der E-Commerce an sich wächst und dass dadurch, dass vieles transparent ist, wir haben es mal ausgedrückt, also wir produzieren wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so teuer wie jetzt irgendwie große Marken. Ja. Wir können das aber auch, weil wir eben den Direktvertrieb haben und haben eben. Ja. Und deswegen wäre jetzt schon die These, dass das halt sehr groß werden kann, aber eben nicht auf Teufel komm raus. Oder halt, das ist nicht das primäre Ziel. Ja. Kannst du noch mal so ein paar, also du hast eben gesagt, ihr seid zu dritt gestartet und heute seid ihr 36, wundertest du dich gerade selber, wie viel da im Monday-Call saßen. Wir haben früher immer gesagt, es wird schwierig, wenn du nicht mehr um ein Feuer sitzen kannst und wenn es plötzlich 2 Feuer und 3 Feuer und 4 Feuer und 5 Feuer werden, ja. Und die Leute um diese einzelnen Feuerstellen nicht mehr so richtig quatschen, weil die bleiben alle an ihrem Feuer sitzen, dann könnte es kulturell schwierig werden. Ja. Erlebt ihr das auch oder was im Wachstum, den ihr gerade so durchmacht, auch wenn er langsam ist, vielleicht passiert es bei euch weniger, was für Schmerzen, was für Schwierigkeiten erlebt ihr und wie löst ihr das? Ja, also der Wachstum ist aktuell ist ehrlicherweise gar nicht so langsam. Ne? Also das ist sogar eher relativ dynamisch gerade, würde ich sagen. Also und trotzdem ist uns also dieses Lagerfeuer, von dem du gerade gesprochen hast, das war eigentlich noch da bis vor Corona. Das war so ein krasser Kern auch von Leuten. Wir haben immer zusammen Mittag gegessen. Und das ist ja auch so ein bisschen, was jeder kriegt. Also du kriegst ja so Stimmungen dann auch mit. Wir waren immer alle im Büro und wenn, wie gesagt, so, also, und wir sind alle 3 Typen, die jetzt sehr, glaube ich, so empfänglich sind, wenn es irgendjemand schlecht geht. Und das war uns dann immer wichtig, dass wir das gelöst bekommen, so, das, so sofort irgendwie. Und das ist natürlich sowas, was jetzt zum einen durch Corona und die Situation, wie sie ist, so ein bisschen verloren gegangen ist. Und zum anderen geht es dann irgendwann wahrscheinlich so ein bisschen durch die Größe verloren. Aber da würde ich sagen, also das jetzt so nach einem Jahr bin ich ja total happy. Also zum einen investieren wir gerade relativ viel Zeit und auch Freiraum in Wertethemen, also die wir wirklich so, wir machen Werte-Workshops und wir versuchen das, also gerade für die Neuen, die Vorgeschichte eben nicht so kennen, die sehen jetzt vielleicht irgendwie wilde Umsatzzahlen und so, aber deswegen sind uns die Werte nicht abhanden gekommen und deswegen machen wir. Wie ihr für euch definiert habt, also ihr habt ein Wertekonstrukt. Und genau, ja, dass wir da halt eben uns sehr intensiv mit den Leuten auseinandersetzen und zum Moment, also es gibt eigentlich ganz interessant, derjenige, der letztes Jahr die Events verantwortet hat, das ist so ein sehr breit offener Mensch irgendwie, breit aufgestellt und
Und der hat jetzt People and Culture übernommen und hat sich das ist die Rolle seines Lebens geworden, war tatsächlich. Also, und das ist so super für uns, weil uns das so ein bisschen den Druck nimmt, dass wir das immer alles selber im Blick haben müssen, so was wir total wollen würden, aber das geht natürlich irgendwann nicht mehr. Und jetzt haben wir so jetzt haben wir das so wirklich also wir drehen es jetzt gerade rum, das, was vorher wahrscheinlich eher so passiv passiert ist, weil wir dann so waren, wie wir waren und weil wir halt immer Sport gemacht haben und danach noch Mittag gegessen und Scheiße gelabert. Also so, das waren manchmal irgendwie gefühlt 2, 3 Stunden ineffektiv, die aber ja in Wirklichkeit nicht ineffektiv sind, weil es also beim Laufen kannst du Dinge bequatschen und du kriegst Stimmung mit und das ist halt nicht wirklich ineffektiv. So, ne? Das ist ja, also das ist noch so eine, das könnte man nochmal einen eigenen Podcast so machen. Ich finde immer so diese These, wer sagt, dass in 8, 9 oder 10 Stunden am Tag jeden Tag hintereinander die Leute den besten Output bringen. Vielleicht, es ist total absurd, ne, irgendwie, aber das ist so tief drin irgendwie. Ich habe Und das Gefühl, es löst sich gerade ein bisschen. bisschen schon, ne, Ja. dadurch, ich glaube gerade durch, weil alle gezwungen sind zu vertrauen und dann lernen, also ne, durch Homeoffice quasi, und dann lernen, dass komischerweise der Output überhaupt nicht geringer wird, sondern möglicherweise ja sogar höher. Aber wenn das zum Beispiel so eine Philosophie ist, die du lebst, Ja. wie bist du denn zu deiner Management, also du bist ja ein Manager, du bist ein Chef. Old-fashioned würde man es so nennen, aber wie auch immer, oder ein Gründer, aber du hast Menschen, mit denen du arbeiten darfst. Wie bist du denn zu deiner Führungsphilosophie gekommen und wie ist die? Also wie hast du dir die, ist das Bauch oder wie hast du die entwickelt? Also es ist, glaube ich, also vieles ist ehrlicherweise also so vieles ist Bauch, glaube ich, so dass man irgendwie wir nehmen uns immer als wahnsinnig faul wahr, weil wir immer denken, so ja, wir wollen es halt harmonisch und wir wollen es halt irgendwie, keine Ahnung, so ich bin immer nur deshalb so gefühlt fleißig, weil ich irgendwie nicht will, dass irgendjemand was auf die Füße fällt oder so. Aber ich habe nie, wir rennen jetzt nie rum und treiben Leute an, weil es irgendwie nicht unsere, also ich kann das nur von mir sagen, wenn mir jemand sagt, mach das und das, das ist der größte, also sozusagen, das ist die größte Hürde, dass ich dann irgendwas mache, wenn es mir jemand sagt. Also ich würde am liebsten für was begeistert werden und dann lass mich in Ruhe, dann mache ich es gerne, so wie ich denke, dass es irgendwie am schnellsten und effizientesten geht. So. Und ich finde, und das haben wir dann, glaube ich, relativ schnell gelernt. Ich finde, so als Vorgesetzter muss man in allererster Linie mal aufhören, den Leuten auf den Sack zu gehen, andauernd mit irgendwie mit der Meinung. Natürlich habe ich zu allem eine Meinung und ja, ich habe vielleicht auch am meisten Überblick, weil ich mit allen irgendwie spreche. Aber deswegen ist ja meine Einschätzung zu allen Themen nicht die richtige, irgendwie zwingend. Und das ist jetzt eher was, wo wir jetzt gerade aktiv, also in so einer frühen Startup-Phase ist das ja eh klar, okay, jeder muss super viel Verantwortung übernehmen. Da hast du es einfach sozusagen, das ist implizit enthalten in dem ganzen Thema Startup ja so ein bisschen. Und jetzt, wo das dann ein bisschen größer wird, arbeiten wir da halt aktiv dran. Also wir sind jetzt gerade dabei, uns so mit quasi Selbstorganisation als Unternehmensform zu beschäftigen. Weil natürlich ist es jetzt gerade wäre es sehr leicht zu sagen, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, jetzt sind wir an dem Punkt, wir holen jetzt von extern erfahrene Leute rein, die sind dann irgendwie, die verdienen dann irgendwie schon mal Vielfaches und dann fängt das Thema ja an irgendwie. Ne? Dann baust du die Pyramiden auf, ne? Dann brauchst du nur noch an 3 Leute reporten und so und immer weiter runter. Und damit baust du aber sofort auch diese Entscheidung. Also du musst ja dann immer alles von oben nach unten und von unten nach oben entscheiden. Und auf dem Weg geht ja der Großteil der Informationen verloren und der Energie verloren vor allen Dingen. Und das versuchen wir gerade, beschäftigen wir uns halt viel so mit Selbstorganisation, Rollen, Accountabilities. Wie kannst du das möglichst breit streuen? Also ich muss am liebsten überhaupt gar keine Entscheidung treffen, so, weil ich das A nicht glaube, dass ich das besser kann im Ergebnis von der Entscheidungsqualität. B, die Leute ja selber viel tiefer drin sind in ihren Themen. Und ich würde mich eher so gerne als, keine Ahnung, eher vielleicht wie so ein Fußballcoach oder so. Das ist halt, der rennt ja auch nicht aufs Feld und sagt, ich schieße jetzt das Tor. So, der muss ja irgendwie auch gucken, dass dieses Gefüge zusammen gut funktioniert und dass Energie fließt und dass Motivation da ist. Und ja, das ist halt eher so, ich glaube, das war immer so ein bisschen Bauchgefühl und ich glaube, so eine gewisse, so Menschennähe, ich bin immer sehr harmoniesüchtig. Manchmal denken wir, oder wir sind alle so ein bisschen harmoniesüchtig. Wir denken uns immer, das ist so, vielleicht ist es auch so ein kleiner Fehler, den wir irgendwie so mit einbauen, weil wir natürlich dann immer eher so
wir versuchen es immer eher nett zu haben, so für uns, aber ich glaube, daher kommt es so ein bisschen, dass das daraus getriggert ist irgendwie. Ja. Aber der Fußballtrainer schimpft ja auch mal und sagt, boah, aber die Verteidigung steht scheiße und was macht, also ja, oder gibt Hinweise, wo offen ist, also vielleicht kannst du nochmal, also ich weiß nicht, wie weit ihr seid, aber wenn ihr da schon so eine Idee habt, wie ihr das macht, und was mich dann vor allem interessiert ist, wie sorgst du für ein, weil du wirst ja trotzdem wahrscheinlich als Gründer gerne einen gewissen Informationsfluss bekommen, selbst wenn du die Entscheidung nicht selber treffen möchtest und wenn ein größtmögliches Vertrauen an die Kollegen herrscht, dass sie die bestmögliche Entscheidung treffen. Wie löst ihr das? Also ein Thema, das haben wir schon länger über OKRs, ne? Ja. Das ist sozusagen einmal so ein, ich weiß nicht, wer es kennt, also die meisten werden es wahrscheinlich kennen, dieses Objectives and Key Results, also dass du schon guckst, wo soll die Company als solches hinsteuern. Das ist natürlich total wichtig. Es kann nicht jeder einfach das machen, wo er jetzt gerade Lust dran hat, sondern es muss natürlich in irgendeinem Framework stattfinden. So. Und das ist bei uns OKR. Das ist so das eine, was so sehr, wie soll ich sagen, was, glaube ich, ein großer Teil. Und da setzt du das Übervisionsjahresziel und das Runterbrechen machst du dann, bist du dann dabei mit den einzelnen Bereichen und die lösen dann ihre Episoden, füllen die dann selber mit Leben. Und genau. Ihre Ziele, die sie damit reinbringen. Aber so dieses Ober-Unternehmensding craftest du dann mit deiner Runde. Genau, was wir jetzt versucht haben, ist, dass wir es tatsächlich erstmal bottom-up sozusagen machen. Okay. Dass wir wirklich so, dass du auch mitbekommst, was sind, also so das Problem als Führungskraft ist ja auch immer, dass du so die ganzen, also jedes Meeting, in das ich reingehe, das hijacke ich ja in irgendeiner Form. Ne? Also ich mache ja super viel kaputt, einfach dadurch, dass ich da bin, weil alle irgendwie, natürlich ist das eine andere Dynamik, weil man halt irgendwie versucht, dann eher vielleicht dem Gründer zu gefallen oder also so, da sind da super viele Fehler mit eingebaut dann irgendwie. Und die Leute reden vielleicht auch weniger frei oder so. Auch wenn ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, so glaube ich aber, dass es da so einen gewissen eingebauten Fehler irgendwie gibt. Und also deswegen versuchen wir dieses Thema bottom-up. Das ist aber auch schon ein paar Mal total schief gegangen, weil dann lief uns am Ende die Zeit weg und dann haben wir es dann eben schnell zusammengefasst und dann fühlt es sich dann doch wie so überfahren an. Da haben wir auch alle Fehler gemacht schon so. Ne? Aber der letzte OKR-Prozess, der war jetzt gerade im Januar, der war echt super gefühlt. Da haben wir also wirklich erst die Bottom-up-Ideen gesammelt, dann haben wir unsere Ideen und die waren aber ehrlicherweise, da wir sehr transparent sind, also wir zeigen alle Zahlen einmal die Woche und die Leute wissen, glaube ich, ziemlich gut, wo wir so stehen, war das doch ziemlich schon, also wir mussten da überhaupt nicht, also wir mussten jetzt keinen Schwerpunkt umdrehen, sondern die waren irgendwie alle da. Und dann haben wir es dann nochmal so von der Formulierung her und dadurch hast du natürlich so ein gemeinsames Commitment und dann ist ja im Idealfall so, dass du die Leute dann am besten laufen lässt. Das ist so das eine. Und das Zweite, wo wir jetzt eben zum Glück langsam hinkommen, ist, dass wir es jetzt geschafft haben, das, was wir so Average Order Value, dass man halt mal so Kennzahlen definiert oder definieren kann überhaupt. Und das wäre jetzt so, also wir sind gerade dabei, die zu definieren. Und dann ist der nächste Schritt, dass wirklich einfach jeder eine Verantwortlichkeit bekommt für eine KPI, sozusagen würde man klassisch sagen wahrscheinlich. Und im Rahmen, wir geben dann halt wir wollen dann Rahmenbedingungen geben und das, wie die Leute das dann umsetzen, da sind die Experten und nicht wir. So, ne? Aber das war ehrlicherweise, also das ist jetzt echt ein Schritt, weil durch dieses Bootstrapped und es war halt super, wir müssen ja immer die Ware vorfinanzieren, es war liquidmäßig immer super knapp bis heute eigentlich. Da lief halt gefühlt jeder Stift, der bestellt werden musste, wurde dann gefragt irgendwie. Ne? Überhaupt nicht, weil ich das wollte, sondern weil die Leute immer, geht das gerade, können wir gerade, keine Ahnung, Stift ist extrem Beispiel, aber ich Briefmarken so, sag mal so viel oder so, was ja irgendwie dann keinen Mehrwert hat als Entscheidung, wenn ich das da tue irgendwie. Genau. Krass. Ja. Vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Merkt ihr noch andere Schmerzen? Oder ist irgendwie habe ich das Gefühl, wir nennen die Sendung die Wachstumsschmerzen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ihr habt gar nicht so viele.
Oh, ich nehme es total, ich nehme es genau anders wahr. Also, ja, echt? Ja, total. Also, aber vielleicht ist es, also das ist wahrscheinlich dieses, wo wir anfangs drüber geht. Ich finde, man, es ist ja immer, es ist egal, welches Thema ist, wir sagen immer, das ist so ein bisschen, man läuft dann so auf dieser Stufe entlang, auf der man gerade ist, dann geht es und geht es und geht es in den Prozessen oder so, wie man es gerade macht, dann kommt man an diese Stufe, die dann hoch, und dann wird es so richtig anstrengend, weil dann macht man es eigentlich noch die ganze Zeit auf den alten Prozessen und muss aber parallel die neuen einführen, in denen noch keiner Erfahrung hat oder vielleicht neue Leute da sind oder sowas. Und dann, zack, auf einmal springt man diese Stufe hoch und dann geht es halt wieder. Also deswegen ist es für mich immer so gefühlt so Chaos auf immer gleichem Niveau. Also ich so super, super krasse Wachstumsschmerzen, finde ich, hatten wir halt immer so mit diesem Liquiditätsthema. Ja. Und so ein Running Gag ist halt, dass sich das immer für uns alles so anfühlt. Wir sagen immer so, ah, jetzt, wir haben es jetzt verstanden. So, jetzt wird es klarer. Und die Erkenntnis ist, wir sagen das seit Jahren, jetzt wird es klarer, was jetzt als nächstes kommt und so, aber es wird nicht klarer. Sondern eigentlich ist es so gefühlt die ganze Zeit so durch so eine, mit ein bisschen zu viel Gas durch die Kurve fahren und man kriegt aber die Kurve immer noch. Deswegen ist es vielleicht von außen betrachtet, sieht es nicht so wild aus, weil man die Kurve ja bekommen hat. Innen drin hat man aber das Gefühl, okay, da hätte man jetzt gerne ein paar Prozent mehr Puffer gehabt, vielleicht. Nein, ich finde, es ist eine mega spannende Geschichte, die ihr da hinlegt. Und ich glaube, viele Dinge, die du erzählst, da werden Menschen, die zuhören und die sagen, ich bin auch gerade in einem Startup oder ich bin diesen Weg auch schon gegangen, werden sagen, ah, fühlt sich ähnlich an, weil ich, boah, wir hatten auch immer Liquidprobleme. Klar, wir sind plötzlich 100 Leute mehr gewesen. Ja. Und dann, wie machst du das und wie bringen wir die alle auf den gleichen Spirit, was ihr ja über die Workshops etc. machst? Also, ich glaube, was euch dann auch noch mal ein bisschen mehr unterscheidet, ist auf jeden Fall die für den Moment bewusste Entscheidung, kein Finanzier, keine Heuschrecke, keine Ahnung, also kein nicht diesen Weg zu gehen, da eine Beteiligung in welcher Form auch immer eine größere zu machen, um halt schneller diesen Wachstum hinzulegen, sondern die bewusste Entscheidung, das eben langsam wachsen zu lassen. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Entscheidung. Und ich glaube, dadurch passiert es eben auch nicht, dass ihr euch heute Gedanken machen müsst, warum ihr morgen 100 Leute mehr habt. Weil das würde ja passieren, wenn ihr jetzt eine, weiß nicht, 15 Millionen Spritze bekommt und ihr müsstet dann auch andere Zahlen liefern und einen schnelleren Online-Wachstum und vielleicht in den Handel und I don't know. Ja. Und dann müsstet ihr diese 20 Baustellen plötzlich alle managen und das geht ja nur mit Leuten. Ja. Aber nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Also wir haben ja jetzt wahrscheinlich, wenn wir eben von diesen 12 Feuern gesprochen haben, wir haben ja jetzt super viel über die 2, 3 Feuer gesprochen, um die man sich halt gekümmert hat. Ne? Ja. Es gab die ganze Zeit 8, 9, 10 Feuer, um die wir uns halt nicht kümmern konnten. Ne? Und da können wir wahrscheinlich auch noch 3 Folgen mit. Also von ERP-System, was bis heute nicht läuft, Logistiker, Schwierigkeiten. Also ich finde selber immer so mittlerweile, das habe ich so ein bisschen gelernt, man guckt ja immer zu Leuten hoch oder guckt irgendwo hin und sagt, boah, die haben es irgendwie gelöst und die machen es irgendwie richtig und warum sind wir da noch nicht und so. Und das ist so für mich die Erkenntnis, das ist bei fast all, also so, das habe ich mittlerweile glücklicherweise lernen dürfen, das ist dann überall gleich, so jeder hat so seine Schwierigkeiten und Schmerzen und stolpert da so durch und probiert aus. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch, wenn sich Leute so hinstellen und sagen, so läuft, sondern ich empfinde das wirklich als ein laufendes Ausprobieren und absolut nach vorne scheitern. Und das ist so ein alter, blöder Spruch, kochen alle nur mit Wasser. Und ich hatte mal Vertriebler bei Fundoff, die mir gesagt haben, wie kann das sein? Ich habe ein Mäppchen, hat der Kunde bestellt und das kommt in einem riesen, riesen Karton. Ja. Ja, es soll auch nicht so sein, aber es kann halt aus irgendeinem Grund im Lager mal passieren, weil dann lag das vielleicht näher oder der es gepackt hat. Ich habe bei Nike ein paar Socken bestellt in meiner Zeit bei Nike und habe das in einem so dermaßen großen, also ein paar Socken Karton bekommen, dass ich versucht habe, ich habe gesagt, okay, das nehme ich mir jetzt und ich versuche das zu lösen. Ich weiß nicht, warum das passiert, ich will das rausfinden und ich werde mit
jedem sprechen, der es hören will oder nicht hören will, ich bin nicht mal zur Ursache vorgedrungen in diesem Konstrukt, aber was ich damit nur sagen will, das passiert auch in diesen großen Unternehmen. Das macht es nicht besser, man sollte es trotzdem versuchen zu lösen, aber solche Dinge, wie du eben sagst, es gibt vielleicht drei Feuer, die sind wichtiger gerade im Moment als total. Und ich finde, man, es geben sich alle die beste Mühe immer. So, und das ist, oder so nehme ich es irgendwie wahr, ne? Man gibt sein Bestes und das ist dann, in vielen Sachen ist es gut und genug und bei manchen ist es dann eben nicht genug. Aber so würde ich das irgendwie auch wahrnehmen. Deswegen ist es immer ganz interessant, deswegen finde ich immer so eine Außensicht, ist es so ganz interessant, das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, ne, vermeintlich erfolgreicher Gründer und da läuft alles wie am Schnürchen, weil natürlich so ein Mini-Ausschnitt ja nur wahrgenommen wird. Das ist ja so wie mit den Selbstzweifeln. Ich meine, man selber kennt ja das, was den ganzen Tag im Kopf passiert und hört es ja die ganze Zeit. Und, also das ist ja genau nichts anderes so. Ne? Denn von außen sieht es dann irgendwie aber so und so aus. Ne? Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Das glaube ich nie. Und ich finde es viel spannender von dir jetzt die, und ich glaube, die höre auch von dir die wahren Geschichten zu hören, weil ihr seid ja trotzdem erfolgreich. Aber das, natürlich passiert da viel Mist und man muss irgendwie aufräumen und ausprobieren und Fehler. Und das ist auch völlig normal. Hey, ich habe, bevor ich zu meiner allerletzten Frage komme, noch eine letzte, die ich unbedingt stellen muss, weil ihr seid nun mal, also ich komme ja auch so ein bisschen aus der, also ich habe ein bisschen Zeit im Sport verbracht und ihr habt das ja eigentlich als euren Kern, ihr seid eine Triathlon-Marke, auch wenn ihr euch ins Laufen oder ins Schwimmen oder ins Radfahren weiter bewegen wollt, aber wie wichtig ist das für dich persönlich und für deine Kollegen und Mitarbeiter, dass ihr aus diesem Sport kommt? Macht das irgendwas mit euch in eurer auch wirtschaftlichen oder Business-Performance oder als Performance als Team oder als würdest du sagen, ich weiß nicht, du hast jetzt noch nicht so viele andere Umgebungen gesehen, aber würdest du sagen, das macht euch etwas anders, weil ihr habt irgendwas aus dem Sport mitgenommen, was ihr übertragt in das Geschäft oder in euer Miteinander? Ah, okay. Ja, ich hätte gerade zuerst gedacht, dass so die Frage so ein bisschen dahin zielt, ob so Sport ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur ist. Nee, da gehe ich einfach von aus. Genau. Ist nämlich so, aber eben mittlerweile interessanterweise nicht mehr nur Triathlon, sondern ganz allgemein Sport. So, ja. Also genau. Das andere, ich finde, also was erfolgreiche Triathleten ausmacht, also wenn man sagt, okay, wenn man vielleicht was gelernt hat, ist es so ein bisschen, du kannst gerade bei einem Ironman, das ist ja so ein ultralanges Rennen so und ein bisschen ist Gründen ja eigentlich auch etwas sehr, das ist halt, also es ist auch so abgedroschen, it's not a sprint, sondern a marathon so und da kann man, ich finde schon viel draus lernen, weil es halt so, dieser Berg als solches, ein Ironman zu machen, das ist unvorstellbar. Das ist ja eine Distanz, du läufst einen Marathon, nachdem du 180 Kilometer Rad gefahren bist und 4 Kilometer geschwommen bist quasi, das ist als Berg nicht vorstellbar, aber so, wenn du erstmal sozusagen dieses Schwimmen vornimmst, das hat man vorher, das trainiert so 3,8 Kilometer Schwimmen, das kriegt man hin und dann fährt man mal los auf dem Rad und wenn man das immer nur sozusagen in so kleine Teile runterbricht, dann ist das was, wie dann plötzlich so ein Berg irgendwie schaffbar wird und so fühle ich mich ehrlicherweise oft, dann gucke ich heute so zurück und denke mir, das war doch vor kurzem, haben wir noch da die 3 Prototypen in der Hand gehabt und jetzt haben wir hier, also so. Und dann guckt man zurück und hat diese Distanz geschafft irgendwie. Und das würde ich sagen, ist schon was, was man wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Sport mitnimmt. Ne? Und es gibt so einen entscheidenden Kniff, glaube ich, im Ausdauersport, dass du halt lernen musst, du kannst dich, das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist deine Leistung. Du hast keinen Einfluss auf das, wie der andere performt. Du kannst dich darüber ärgern, dass der jetzt schneller Rad fährt oder du kannst dich, dass der vorher die und die Trainingseinheiten gemacht hat. Das ist aber alles was du nicht beeinflussen kannst. Du kannst nur dich und deinen Schritt jetzt gerade beeinflussen. Und das ist, finde ich, schon so eine, wo wir da eben so drüber, man guckt, ich glaube, man darf dann eben nicht so sehr sich auch von diesem ganzen Business-Noise ablenken lassen und der macht das und Finanzierungsrunde hier und hoch die Tassen und weiß, also so, das macht dich ja wahnsinnig. Ja. Du musst, da würde ich schon sagen, das ist was man vielleicht, keine exklusive Erkenntnis, aber das ist sowas, was man so im Ausdauersport lernt, irgendwie, wenn du wirklich erfolgreich bist, dann bist du irgendwann im Flow und du konzentrierst dich auf dich und hier und jetzt und den nächsten Schritt und dann den nächsten und dann den nächsten und trotzdem kann das in Summe ein ambitioniertes Ziel sein. So, ne?
Dann habt ihr aber ja wirklich mit OKRs das richtige Tool gewählt, um euch auf das, also über kleine Schritte auf ein großes Ziel langzuhangeln. Das ist Ja, echt cool. Also das macht total Sinn für euch, glaube ich. das stimmt, ja. Ja. Gut, habe ich noch nie so gesehen, aber es stimmt wahrscheinlich, ja. Ja, weil du hast es gerade beschrieben und ich musste gerade voll daran denken. Ich sage, so, das ist ja krass, das ist ja quasi die Übersetzung. Das ist ja dein Trainings, also Stimmt, ja. dein Plan auf das Ziel hin auseinandergebrochen in viele kleine Teile. Ja. Ah, das habe ich dir auch noch was mitgegeben, geil. Ja, ich glaube, du kannst mir ganz schön viel mitgeben. Du hast Oh, ja. Mensch, mal echt, ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Also hat mir bis jetzt schon mega viel Spaß gemacht und ich habe echt, echt viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man manchmal die 3.000-Euro-Maschine schon kaufen sollte, um die richtige Motivation zu haben, um den Sprint zu gewinnen oder das Rennen zu gewinnen. Aber dein Prototyp ist auf jeden Fall, ja. Genau. Dass auf jeden Fall es gut ist, oder es zumindest ein Erfolgsrezept von euch ist, immer transparent zu sein, alles mit den Mitarbeitern zu teilen, Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben und dann gemeinsam den Weg zu entwickeln, was ihr über OKRs macht, aber auch in der Performance natürlich zu sein. KPIs zu entwickeln und ähnlich wie auch im sportlichen Training eben den Pfad zu malen, damit man eben zu einem guten Ergebnis kommt. Ich habe gelernt, dass Liqui immer eine Challenge ist in einem Startup, aber das wusste ich so ein bisschen schon. Und dass ihr eine sehr, sehr spezielle Kultur, glaube ich, habt, die familiär ist, weil sie auch aus einer familiären Idee entstanden ist. Und da vielleicht auch euren oder dein Hang oder dein Wunsch, da eine sehr, auch sehr harmonisches Miteinander zu haben, weil es eben aus so einer familiären Pflanze entstanden ist. Super cool. Vielen Dank fürs Teilen. Und ich ende immer den Podcast mit der Netzwerkfrage, nämlich hast du gerade Dinge, die bei euch im Weg liegen, die euch hindern, weiterzukommen, Themenfelder, wo ihr einen Gesprächspartner sucht, dann ist das der Moment, das rauszulassen und ins Netzwerk zu rufen. Und ich frage aber auch immer gleichzeitig, was sind denn Felder, die du anbieten könntest? Wann sollte sich mal jemand bei dir melden und sagen, hey Mario, teil mal XYZ? Also was wir aktuell, wo wir aktuell mit rumkämpfen, ist also zum einen das Thema Buchhaltung. Da sind wir dabei, jemanden für intern zu suchen. Das zweite große Thema ist alles, was, also kurioserweise sind wir im Bereich E-Com-Tracking und so, sind wir wahnsinnig amateurhaft gefühlt unterwegs. Wir sind auf Shopify, aber wir machen da noch nicht wahnsinnig viel. Also das wäre sowas, wo man wahrscheinlich irgendwie üblicherweise wahrscheinlich sehr viel mehr investieren könnte und müsste. Genau, also das sind so zwei Themenfelder, wo wir nach Verstärkung gucken und suchen oder Hilfe brauchen, perspektivisch. Und genau zu meinem Netzwerk, also ich helfe einfach super gerne. Wenn ich könnte, würde ich meinen ganzen Tag darauf verwenden, anderen Leuten irgendwie beim Gründen zu helfen. Ich finde es einfach immer einen guten Schritt und also immer ein guter Schritt ist natürlich Quatsch, wenn man keine sinnvolle Idee hat. Aber ich finde, oft sind es so vermeintlich, wie soll ich sagen, man hat Angst, viel zu verlieren, weil man zum Beispiel eine gewisse Fallhöhe sich aufgebaut hat im Corporate oder was auch immer. Und da bin ich irgendwie super gerne irgendwie Sparringspartner und ansonsten für alle, die schon gegründet haben und irgendwie gerade am Anfang stehen, gefühlt machen dann doch viele, haben dieselben Themen irgendwann zu irgendeiner Zeit im Unternehmen und das teilen wir einfach super gerne. Es müssen nicht alle Fehler immer und immer wieder gemacht werden. Mega, vielen Dank für dein Angebot. Auch Gerne. nochmal danke für deine Zeit. Euch da draußen danke auch für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, teilt es, ratet uns, abonniert uns und hinterlasst einen Post oder schreibt mir gerne zu feedback@youdrinkyoulearn.com. Da kommen tatsächlich total spannende Sachen. Daraus ist gerade ein neuer Gast entstanden aus den USA.
der in einigen Folgen da sein wird, der eine ganz, ganz tolle Geschichte hat. Also vielen Dank auch für das viele Feedback, das ich da bekomme. Jetzt habt eine gute Zeit. Mario, Dankeschön, und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis bald. Danke dir. Bis dann.